In Deutschland zu studieren kann extrem attraktiv sein. Es gibt hier unzählige hervorragende staatliche Universitäten und Hochschulen, wo man für weniger als 1000 Euro pro Jahr studieren kann. Und der Arbeitsmarkt in Deutschland ist aufgrund der vielen spannenden Unternehmen sehr, sehr attraktiv. Aus diesem Grund gibt es natürlich auch viele internationale Studierende, die hier in Deutschland studieren möchten und vielleicht auch ihre Karriere starten wollen. Und für genau diese Personen habe ich in diesem Video die 5 Schritte zusammengefasst, die du unbedingt beachten solltest, wenn du als International in Deutschland ein Studium beginnen möchtest. Mein Name ist David Döbel, ich bin einer der Gründer der Karriereberatung Pumpkin Careers. Wir betreuen ambitionierte Studierende dabei, alles aus ihrem Studium herauszuholen, um danach bestmögliche Berufschancen zu haben, beispielsweise bei großen Banken, Beratungen, großen Konzernen oder erfolgreichen Startups. Oder in unseren Coaching-Programmen betreuen wir auch einige internationale Studierende. Von dem her bin ich darüber recht gut im Bilde, was denn die Anforderungen sind, um hier in Deutschland erfolgreich zu studieren. Schritt Nummer 1, um erfolgreich in Deutschland zu studieren, ist dich erstmal darüber zu informieren, an welche Hochschule und welchen Studiengang du möchtest. Obgleich es in Deutschland sehr viele, sehr gute Universitäten gibt, gibt es dennoch ziemlich starke Unterschiede in der Hochschullandschaft. Und je nachdem, was dein späteres berufliches Ziel ist, bieten sich unterschiedliche Arten von Hochschulen an. Die Unis, die ich beispielsweise für ein wirtschaftliches Studium empfehlen würde, findest du in dem Video hier oben verlinkt. Daneben kannst du dir natürlich auch viele verschiedene Rankings im Internet anschauen. Einige Links zu den Rankings habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Neben dem reinen Ruf der Universität solltest du dir natürlich auch anschauen, in was für einer Stadt diese Universität ist und wie dort die Lebenshaltungskosten sind. Es gibt beispielsweise in Deutschland Städte wie München oder Frankfurt, wo die Mieten sehr, sehr hoch sind, wo es dementsprechend natürlich sehr teuer ist zu studieren, wohingegen es einige andere Städte gibt, wo du nur mit der Hälfte der Lebenshaltungskosten rechnen musst. Letzten Endes musst du dich dann auch entscheiden, ob du an einer staatlichen Universität, an einer Fachhochschule, an einer privaten Business School oder an einer dualen Hochschule studieren möchtest. Und auch hier gilt wieder, was da für dich die optimale Entscheidung ist, hängt von dir und deinen beruflichen Zielen ab. Wenn du da eine persönliche Einschätzung haben möchtest, darfst du mir sehr gerne auf LinkedIn oder auf Instagram eine Nachricht schreiben oder dich über unsere Webseite mal auf eine persönliche Beratung bewerben. Die entsprechenden Links dazu findest du auch unten in der Videobeschreibung. Im zweiten Schritt gilt es dann zu prüfen, ob du überhaupt bereits die Voraussetzungen erfüllst, die du benötigst, um hier in Deutschland zu studieren. An vielen deutschen Hochschulen ist die Lehrsprache Deutsch und dementsprechend brauchst du dann meistens als International einen Nachweis darüber, dass du Deutsch beherrschst. Da gibt es jetzt verschiedene Sprachtests, mit denen du das nachweisen kannst, beispielsweise mit dem Goethe-Zertifikat oder mit dem Nachweis der DSH, das steht für Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. Wenn du stattdessen einen Studiengang studieren möchtest, der auf Englisch gelehrt wird, dann brauchst du auch dafür meistens ein Zertifikat und das könnte beispielsweise der TOEFL-Test sein. Aber da musst du dich eben immer bei deiner Hochschule und bei deinem Studiengang darüber informieren, was die für Sprachkenntnisse von dir verlangen. Nach deinen Sprachkenntnissen geht es natürlich auch darum, ob dein Bildungsabschluss, also dein Schulzeugnis, hier in Deutschland anerkannt wird und für den Studiengang ausreicht, den du studieren möchtest. Da hilft beispielsweise die Datenbank Anabin, die du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt findest, dabei deinen ausländischen Bildungsnachweis zu bewerten. Viele Universitäten arbeiten außerdem auch mit UniAssist zusammen. Auch den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Das ist ein Service, der die Gleichwertigkeit von ausländischen Abschlüssen prüft. In den meisten Fällen gibt es hier keine großen Probleme. Ich habe allerdings auch einige Personen bei uns in den Coaching-Programmen mit dabei, die dann erstmal ein Jahr in Deutschland so einen Aufbaukurs machen müssen, bevor sie dann generell an Universitäten studieren dürfen. Wenn du überprüft hast, ob du alle Voraussetzungen erfüllst, die du benötigst, um hier zu studieren, dann geht es natürlich im nächsten Schritt an deine Bewerbung. Hier hängt es auch wieder von Universität zu Universität ab, was du brauchst. Meistens musst du dann eine beglaubigte Übersetzung von deinen ganzen Zeugnissen und so weiter und so fort einreichen. Hat man meistens einen tabellarischen Lebenslauf. Teilweise braucht man auch ein Motivationsschreiben. Und bei manchen Universitäten wird man dann auch noch zu einem persönlichen Gespräch oder zu einem Assessment Center eingeladen, wenn man sich dort beworben hat. Aber das hängt komplett von der Universität und von dem Studiengang ab, wo du dich bewirbst. Das heißt, das kann man nicht verallgemeinern, aber dazu findest du dann immer alle Informationen auf der Webseite der jeweiligen Hochschule. Im dritten Schritt musst du dich dann um die Finanzierung von deinem Studium kümmern. Wie viel Budget du dir einplanen musst, hängt das natürlich davon ab,
in welcher Stadt du studierst, wie viel Miete du dort bezahlen musst und an was für einer Art von Hochschule du studierst. Grundsätzlich gibt es natürlich verschiedene Förderungsmöglichkeiten. Es gibt Stipendien, wie zum Beispiel das Stipendium des DAAD. Es gibt BAföG für Ausländer und dann gibt es teilweise noch andere Finanzierungsmöglichkeiten. Aber das ist etwas, das musst du dir gründlich in deiner individuellen Situation anschauen. Da sollte man jetzt wirklich nicht überstürzt irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern das wirklich in Ruhe überdenken und dann eben eine Entscheidung treffen, wenn du auch wirklich einen genauen Plan hast, was du mit dem Studium bezwecken möchtest und erst dann so eine finanzielle Verpflichtung auch eingehen. Wenn du dich um all diese Sachen gekümmert hast und weißt, dass du in all diesen Bereichen grünes Licht hast und jetzt theoretisch anfangen könntest, in Deutschland zu studieren, dann musst du dich natürlich um ein Visum oder um eine Aufenthaltsgenehmigung kümmern. Als EU- oder EWR-Bürger musst du kein Visum beantragen, aber du solltest dich dann schon beim Anwohnermeldeamt einmal anmelden, wenn du dann anfängst, dort zu studieren. Als Nicht-EU-Staatsbürger brauchst du dann meistens ein Studentenvisum. Da musst du mal schauen, wo du das bei der deutschen Botschaft oder beim Konsulat bei dir in deinem Heimatland beantragen kannst. Meistens musst du dann dafür zeigen können, dass du alle Voraussetzungen erfüllst, um an der Hochschule zu studieren, wo du studieren möchtest. Du brauchst natürlich einen Reisepass, Krankenversicherung und so weiter und so fort. Aber das klärst du am besten dann mit der entsprechenden Botschaft ab. Wenn du dann in Deutschland angefangen hast zu studieren, dann musst du in der Regel eine Aufenthaltserlaubnis für Studienzwecke bei der Ausländerbehörde beantragen. Und diese Erlaubnis wird in der Regel für 2 Jahre erteilt und kann dann verlängert werden, sofern du dein Studium regulär fortsetzt. Das Coole ist, dass du mit dem Studentenvisum normalerweise ohne Probleme Praktika in Deutschland absolvieren kannst. Und das ist dann eine Sache, die ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, Praktika zu machen. Allgemein zum Thema, wo macht man welches Praktikum, wie schreibt man super Noten im Studium und. Da findest du dann hier auf diesem YouTube-Kanal viele weitere wertvolle Tipps, die dir dabei helfen werden, dass dein Studium hier in Deutschland auch ein richtiger Erfolg wird. Und damit sind wir auch schon beim 5. und beim letzten Schritt von diesem Video hier angekommen. Und zwar ist das, wenn du dann in Deutschland bist, wenn du hier anfängst zu studieren, dann würde ich dir wirklich empfehlen, dich von Anfang an richtig gut zu integrieren. Das heißt, nutze die Möglichkeiten, die dir deine Hochschule bietet. Geh in irgendwelche studentischen Initiativen, spreche mit den Leuten, verbinde dich mit anderen ausländischen Studierenden, die hier studieren, aber verbinde dich bitte auch mit den ganzen deutschen Studierenden, die hier studieren. Mach Praktika, informiere dich über Berufsmöglichkeiten, dann wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg, dass du es auch schaffst, nach deinem Studium hier in Deutschland Fuß zu fassen und hier eine erfolgreiche Karriere zu starten. Wenn du dabei von uns kompetent unterstützt werden möchtest bei diesem gesamten Prozess im Studium und dann bis zum Berufseinstieg, kannst du dich sehr gerne über unsere Webseite mal über uns informieren und dann gegebenenfalls eine Terminanfrage einfach mal stellen über unsere Webseite. Das würde uns sehr freuen, uns mal mit dir gründlicher darüber auszutauschen, wie das alles für dich optimalerweise ablaufen könnte und wie wir dich auch dabei unterstützen können. Ansonsten gerne, wie gesagt, diesen Kanal hier abonnieren. Da findest du viele wertvolle weitere Tipps zum Thema Studium und Karriere hier in Deutschland. Und dann bis zum nächsten Mal. Viele Grüße, dein David.